Liebe Trader, Sie haben sich zum TraderAce Börsenspiel-Event angemeldet und ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie eine Kauforder platzieren können. Es dauert nicht länger als 60 Sekunden. Gehen Sie hier oben auf Login in der Hauptnavigation, geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie übrigens, wenn Sie auch über Passwort vergessen, ein neues anfordern. Ich logge mich nun ein. Hier ist mein Standard-Desktop, das ich mir zurechtgelegt habe. Dann gehe ich auf Spiele, auf TraderAce Herbst 2013. Dort steht dann Ihr Depotname, mit dem Sie am TraderAce teilnehmen. Nun öffne ich eine Ordermaske. Ich brauche diese Ordermaske, um eine Order zu platzieren. Ich gehe in der Hauptnavigation auf Depot und dann auf Ordermaske öffnen. Nun ist wichtig, Sie können in der Ordermaske verschiedene Depots auswählen, indem Sie hier auf diesen Pfeil im oberen Tabellenkopf klicken. Dann wähle ich jetzt mein TraderAce Depot und nun kann ich eine Order platzieren. Ich kaufe zum Beispiel jetzt BMW. Ich ziehe per Drag and Drop BMW in diese Ordermaske rein. Dann mache ich als Stückzahl, lasse ich die auf 100 und ich gebe jetzt die Order, die Kauforder Market in den Markt und schon habe ich BMW gekauft. Für alle Profis unter Ihnen, die in Chart Orders platzieren wollen, geht das natürlich auch ohne Probleme. Ich zeige mal, wie das geht. Ich öffne jetzt hier den Chart vom DAX. Neuen Chart öffnen. Dann kann ich hier meine Order platzieren, indem ich hier im linken Bereich auf Buy and Sell klicke. Dann einmal auf den Chart. Und schon habe ich hier meine Orderlinie platziert, der ich, wenn ich mit der rechten Maustaste da draufklicke, ein Depot zuordnen kann und eine Stückzahl. Die gebe ich jetzt mal mit 1 an, einmal den DAX. Und dann kann ich meine limitierten Orders ändern, indem ich ganz einfach diese Orderlinie im Chart auf und ab bewege. Das ist doch wahnsinnig einfach und praktisch, oder? So, vielleicht ist noch ganz interessant für alle, die auch Derivate ordern wollen. Wie kann ich ein Derivat kaufen? Das ist auch ganz einfach. Ich klicke jetzt mit der rechten Maustaste auf BASF, dann geht dieses Kontextmenü auf und ich klicke auf Derivate öffnen. Nun bekomme ich alle möglichen Derivate zu BASF angezeigt. Ich kann hier jetzt sagen, ich möchte die Derivate, die einem 7er Hebel am nächsten sind. Und auch hier wieder kann ich per Drag and Drop mein Derivat in die Ordermaske ziehen, kann hier die Stückzahl eingeben. Ich kaufe jetzt mal 5000. Dann klicke ich hier auf Buy und schon ist meine Derivate-Order wurde ausgeführt und ich habe sie in meinem TraderAce Börsenspieldepot. So einfach können Sie am TraderAce teilnehmen.